Jedes Jahr zu Weihnachten sehen wir es besonders deutlich. Konsum hat in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung. Ohne ihn würde unsere Wirtschaft zusammenbrechen, aber auch persönlich hat er für viele von uns einen hohen Stellenwert. Das glaube ich, dass es einen immer höheren Stellenwert bekommt. Und ich versuche es selber zu unterdrücken, aber ich kann mich natürlich auch nicht solchen Dingen wie Weihnachten beispielsweise verwehren. Gehört einfach dazu. Ich finde es so ein bisschen schade, man merkt ja, dass die Leute sonntags sogar so richtig nach Sachen suchen, wo sie noch hingehen können und Geld ausgeben können, anstatt sonntags einfach mal irgendwie noch was Schönes zu machen. Es ist auf jeden Fall eine Freizeitaktivität geworden. Da merkt man einfach, dass es den Menschen sehr gut geht hier in Deutschland und man deswegen gerne shoppt. Aber das ist wirklich ein fließender Prozess, der über die letzten gefühlt Jahrzehnte zu beobachten ist. 1960 mussten die Bundesbürger im Schnitt noch 62% ihres Einkommens für Grundbedürfnisse ausgeben. Heute sind es nur noch 50%. Es ist also mehr Geld über, das ausgegeben werden will. Aber wozu kann es führen, wenn Konsum immer wichtiger wird? Wir fragen Jürgen Kippenhahn, den Leiter des Philosophischen Instituts Logoi. Also zunächst kann man ja sagen, dass Konsum für die Menschen unwillkürlich immer schon eine große Bedeutung hat, weil das natürlich damit verbunden war, wie sie ihr Leben gestalten, wie sie überhaupt überleben, also zum Beispiel Konsum von Nahrungsmitteln. Aber dann merkt man, dass sich eben die Dinge verlagern, dass es verschiedene Formen von Warenangeboten gibt, die das Leben dann mit umgestalten, dass eben so Konsum immer mehr in Bereiche eindringt, die vorher so einer natürlicheren Gestaltung unterworfen waren, zum Beispiel Freizeit oder Sport. Dass das jetzt sehr stark zu einem Konsumgegenstand wird, während das vorher noch so eine Gegenwelt zum Konsum war. Also es unterwirft sie einer bestimmten Logik der Warenwelt. Also zum Beispiel, was kostet das, kann man sich das leisten und wie kann man sich dann über dieses Konsumverhalten gegenüber anderen abgrenzen und profilieren. Viele empfinden das eben auch als eine Verarmung, weil es kaum mehr etwas gibt. Wie gesagt, das Typische ist Freizeit, was sich davon loseisen kann. Die ganz großen Hollywood-Produktionen vielleicht, die sind für Geld ausgelegt, aber ich denke, dass viele Filme auch noch mit Herzblut gemacht werden und auch vielleicht für ein bestimmtes Publikum noch gemacht werden. Bin ich sehr sicher. Damit dringt natürlich diese Konsumwelt auch in sehr, sagen wir, individuelle und psychische Sphären ein, die vorher gar nicht unmittelbar damit verbunden waren. Ja, es wird irgendwann entsprechend bemessen. Also es wird dem zu viel Stellen mit beigemessen. Je größer die Geschenke, desto lieber habe ich dich als Mutter oder Vater, ist natürlich völlig Käse, ne? Sondern Zuwendung und andere Dinge sind wichtiger als große Geschenke. Es ist nicht nur der Gegenstand, den man sich kauft oder den man verschenkt, sondern der hat eben auch einen symbolischen Wert. Wenn ein Ehemann seiner Frau irgendwie so ein Küchengerät kauft, hat das eine andere Wirkung, als wenn er der irgendwie so einen ganz schicken Fetzen irgendwie kaufen würde. Und dann ist die Verführung groß, dass man meint, das drückt auch die zwischenmenschliche Beziehung aus, die sich messen lässt daran, wie teuer der Gegenstand ist. Unternehmen umwerben die Kunden, immer Neues und mehr zu kaufen. Wie stark beeinflusst uns die viele Werbung? Erzeugt sie bei uns einen Konsumdruck oder macht sie uns gar unglücklich? Wollen wir wissen. Die Werbung bietet Dinge an, die wir größtenteils nicht brauchen. Also wenn man sich da mal selber reduziert und sagt, das brauche ich eigentlich nicht, dann stellt man fest, dass die wenigsten Dinge, die in der Werbung kommen, tatsächlich, dass sie mich wirklich zum Kaufen anregen. Wir fragen Till Schüler, den Leiter einer Aachener Werbeagentur. Also ich persönlich bin nicht der Meinung, dass Konsum unglücklich macht, sondern eher im Gegenteil. Konsum befriedigt ja zumindest bestimmte Bedürfnisse, die wir alle haben. Und insofern führt eben Konsum auch zu einem gewissen Entspannungszustand im Gehirn. Das nennt man Kohärenz. Das ist allerdings eine sehr kurzfristige Befriedigung, weil letztendlich dadurch langfristige Bedürfnisse ja nicht gedeckt werden. Werbung erzeugt Ideale. So schlank sollen wir sein, jenes sollen wir tragen. Welche Folgen kann das für unsere Gesellschaft haben und wie können wir uns diesen Idealen entziehen? Das ist mit Sicherheit für die jetzt heranwachsende Generation und für die Generationen nach dieser Generation sicherlich ein Problem.
Es werden immer mehr Testimonials geschaffen, deren Idealmaße, Idealaussehen und Idealalter eben entsprechend jung und dynamisch ist. Die Frage ist, wie weit man das auf Dauer irgendwie letztendlich auch erfüllen kann. Das ist tatsächlich so, dass das einen ungeheuren Druck erzeugt. Also gerade das Beispiel, was Sie genannt haben mit Models, dass eben dann zum Beispiel junge Mädchen natürlich an diesen Beispielen immer sehen, was sie selber nicht sind. Dann muss ja jeder Einzelne immer den Unterschied merken zwischen dem, der da vorgeführt wird, und dem, sagen wir mal, etwas graueren Leben, was man selber führt. Und das ist natürlich auch eine Belastung. Die Werbung versucht manchmal genau das auch zu nutzen, um die Verführung noch stärker zu machen. Werbung ist nicht nur positiv in dem Sinne, dass sie sagt, oh, es ist doch alles, wäre wunderbar, sondern wenn man das Leben als enttäuschend empfindet, sucht man umso mehr einen Ersatz durch etwas anderes. Aber Herr Kippenhahn hat Hoffnung, dass sich unser Konsumverhalten nicht weiter unreflektiert ausweitet, sondern im Gegenteil neu überdacht wird. Diese Konsumwelt, die irgendwie auf den ersten Blick sehr verführerisch ist, dass die auch die Erfahrung von Enttäuschungen mitvermittelt. Dass nämlich das, was man sich gerade gekauft hat und wo man noch einen Tag lang irgendwie so glänzende Augen hat, oh, jetzt habe ich irgendwie mir das und das gekauft, und dass man dann merkt, dass das eine Scheinwelt ist, die nicht lange trägt. Und aus dieser Art von Enttäuschung entsteht dann eben auch die Bereitschaft, dann kritischeren Blick drauf zu werfen. Dass jede neue Generation spürt, wo die alte Generation blind war und unsensibel war und gar nicht mitgekriegt hat, wie diese Dinge, wie gefährlich die sind. Und mit dem Wechsel der Generationen und der Weiterentwicklung treten auf einmal so Dinge ins Blickfeld, die man vorher gar nicht gemerkt hat. Also es entwickeln sich so gleichzeitig, wie gesagt, Sensibilitäten gegen Tendenzen, die deutlich machen, dass es offen ist, wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Die Konsumwelt bestimmt oft unseren Alltag, aber auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie gehört natürlich zum Leben dazu, und doch sollten wir Acht geben, wie viel Bedeutung wir ihr beimessen.